Hallo, ich bin Dirk Verwein, herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Einige von euch sind auch auf der Suche nach einer Möglichkeit, die Canon EOS R5 mit Dauerstrom bzw. per USB irgendwie zu laden, um dann eventuell bei Timelapses oder längeren Videoaufnahmen am externen Rekorder nicht währenddessen einfach den Akku wechseln zu müssen. Und ich habe auch einige Sachen da ausprobiert und mir war gar nicht bewusst und steht meiner Meinung nach auch nicht wirklich in der Dokumentation, welche Spezifikationen da erforderlich sind, um über den USB-Port, der ja jetzt auch zum Laden genutzt werden kann, überhaupt Strom in die Kamera zu bekommen, beziehungsweise ausreichend Strom, um die Kamera beziehungsweise den Akku darin zu laden. Ich habe jetzt endlich nach langem Suchen was gefunden, das möchte ich euch auch gerne vorstellen, und zwar ist es hier diese unscheinbare Powerbank. Das ist die Anker PowerCore Plus 26.800 PD 45 Watt. Ja, und die schafft es tatsächlich, die Kamera dauerhaft auch mit Strom über den USB-Port zu versorgen. Und das ist ja gerade wichtig, wenn man Timelapses macht und dann etwas länger dauern und der Akku dann irgendwann in der Kälte draußen leer geht. Dann hat man halt die Möglichkeit, über den USB-Port die Kamera deutlich länger noch weiter zu betreiben. Und ihr seht hier, da ist auch ein entsprechendes Ladegerät dabei, und wenn ihr dann zu Hause seid und über normale Netzspannung verfügt, könnt ihr mit dem sogar dauerhaft die Kamera versorgen und dann die Kamera halt über USB mit Strom versorgen. Wie das gleich aussieht und ob die entsprechenden Anzeigen da auch angehen, zeige ich euch, und welcher Akku dafür in der Kamera sein muss oder welchen ich da verwende, zeige ich euch auch. Die Spezifikation dieser Sachen sind recht einfach erklärt. Das ist eine Powerbank, da muss ich erstmal nachgucken, die bietet 45 Watt, aber nur an diesem USB Power Delivery Port. Und das machen leider auch nicht alle PD Ports, muss ich leidlich feststellen. Also, und bei der hier ist es dann auch tatsächlich nur dieser Port. Ja, komm, dieser Port hier, dieser PD, der bietet tatsächlich 45 Watt, und das ist die Leistung, die auch das Ladegerät der Canon EOS R5 und R6 hat, und von daher kann man das dann auch damit betreiben. Und dieses Netzgerät von Anker, das versorgt sogar mit 60 Watt, aber das ist die Kamera nimmt sich halt da auf, was es braucht. Dabei ist hier noch so ein kleines Kabel, das ist jetzt nicht wirklich hilfreich, aber ich zeige euch das Ganze mal, wie das dann in der Praxis aussieht. Und ihr seht dann schon, ob das Ganze dann auch entsprechend sofort funktioniert. Also das sind USB-C-Kabel, die kann man dann halt hier auch entsprechend einstecken. Und man sieht hier oben auch sofort, das Ladesymbol geht an, die grüne LED ist an. Das ist also sofort, wenn ich hier die Powerbank nutze, aktiv. Ich brauche sie nur nicht mehr einschalten. Ich kann die auch einschalten. Die hat hier so einen Kringel, der mir zeigt, wie viel Restspannung noch in dem, sieht man das hier, wie viel Restspannung hier ist. Und ein weiteres Indiz dafür, dass das Ganze klappt, ist hier auch, zeige ich euch hier, stopp, mal ein bisschen runter, so, dass die Ladeanzeige halt hier noch oder dunkelgrau wird. Das heißt also, die ganze Sache ist halt mit entsprechend Spannung versorgt. Meiner Meinung nach eine gute Sache, gerade wenn man mit Timelapses arbeitet. Und überraschenderweise, das zeige ich euch jetzt auch nochmal, ich baue das hier nochmal eben ab, geht das nicht nur mit dem Originalakku, sondern ich habe hier einen von Baxter. Das ist der LPE6N von Baxter, also der Nachbau für den LPE6N. Der klappt also auch, da lässt sich auch dieser Akku laden in der Kamera und auch für Dauerstrom nutzen. Und wenn man dann Timelapses hat oder Video aufnimmt, einen externen Rekorder, dann kann man das Ganze halt auch dauerhaft benutzen. Ansonsten hat man ja sowieso das Problem, dass man nach 30 Minuten die Aufnahme beenden muss. Ich habe ein paar Sachen, Timelapses, da mittlerweile gemacht. Da gibt es zunächst auch noch einiges hier auf meinem Kanal zu. Das nur mal schon mal so als Zwischeninfo für die Es gibt ja schon einige, die da auf der Suche waren. Auch ich war auf der Suche, habe dann ein anderes Ladegerät gehabt, auch von Anker. Das hat dann nicht gepasst, und das ist mir ein bisschen bitter.
wenn man da wild rumprobiert und dann nicht die passenden Geräte kriegt, für Leute, die vielleicht auch gut ESL-Dashboard zum Beispiel nutzen und dann zum Beispiel ein iPhone oder irgendwas als Router dazwischen benutzen. Hier gibt es auch noch, ja, seht ihr das hier, so, gibt es auch noch zwei normale USB-Anschlüsse. Da kann ich dann also auch ein iPhone oder ein anderes Gerät dann zusätzlich laden und mit Dauerstrom versorgen. Und ja, ich denke mal, so lang ist keine Timelapse-Aufnahme, dass der dann irgendwo leer ist. Ich verlinke euch den hier unter dem Video, da könnt ihr mal gucken. Der pendelt vom Preis her zwischen, ja, ich habe noch 69,99 bezahlt beim Black Friday. Im Moment kostet er 84,99, zwischen 99 und 69 ist, glaube ich, im Moment so die Spanne. Das Ganze funktioniert mit der aktuellen Firmware 1.1.2 und wenn ihr Interesse habt, schaut euch das Ganze einfach mal an. So als kleiner Zwischentipp, weil einige von euch gefragt haben. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen da. Das soll es für heute nämlich auch schon gewesen sein. So ein kleiner Quick-Tipp, um euch hier ja, mit der Information eben zu versorgen. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Hier gibt es regelmäßig was zum Thema Film und Fotografieren. Wenn noch nicht geschehen, ihr kennt das. Abonniert den Kanal, einmal auf Abonnieren klicken unter dem Video. Aktiviert euch die Glocke dazu, dann verpasst ihr keines der zukünftigen Videos. Ich würde mich freuen, wenn ich euch zu einem der nächsten Videos wieder begrüßen dürfte und sage bis dahin, tschüss.